Mit dem Läuten der Glocken begrüßen wir Sie und euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute Abend im Autokino an Heiligabend. In diesem Jahr feiern wir den Autokino-Gottesdienst als Nachbarschaftsraum mit den Kirchengemeinden Staffel, Hadamar und Limburg. Und wir, das sind meine Kollegin Pfarrerin Susanne Stopp und Pfarrer Johannes Jochemczyk aus Hadamar-Frickhofen und ich, Pfarrer Markus Stamke aus Limburg. Die Musik werden heute Abend gestalten Cornelia Blanche am E-Piano und Clara Blanche am Gesang. Ja, schön, dass Sie da sind. Feiern wir zusammen miteinander im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Liebe Gemeinde, die Konfis haben sich aufgemacht, so wie auch Sie sich aufgemacht haben und sind zum Marktplatz gekommen. Einige von Ihnen sitzen auch hier in den Autos. Ich habe den Eindruck, Weihnachten, das ist so ein einziges sich aufmachen. Sie haben sich aufgemacht, die Konfis haben sich aufgemacht, wir haben uns aufgemacht, Maria und Josef nach Bethlehem, die Hirten und auch die drei Weisen aus dem Morgenland. Aufmachen, das heißt, ich werde aktiv, ich gehe los, ich bleibe nicht auf der Couch sitzen. Das heißt aber auch, ich öffne mich, ich mache mich auf. Wofür sind wir offen an Weihnachten? An Weihnachten öffnen wir uns für das Geheimnisvolle, das diesem Fest zugrunde liegt. Wir sind offen und sehnen uns nach Glück, nach Heilsein. Vielleicht auch ein bisschen danach, Weihnachten wie durch die Augen
eines Kindes zu sehen, ein bisschen Kind sein dürfen. Ja, und im zweiten Jahr mit Corona sehen wir uns danach, Gemeinschaft zu erleben, mit vielen anderen Menschen einfach feiern können und singen. Denn das ist im vergangenen Jahr mal wieder eindeutig viel zu kurz gekommen. Und wenn man sich aufmacht und den Weg unter die Füße nehmen will, muss man sich auch überlegen, welchen Weg und wohin geht es. Die Hirten und die Weisen haben sich leiten lassen von dem Stern oder den Worten des Engels. Wovon lassen wir uns leiten, so frage ich. Wie entscheiden wir, welchen Weg wir nehmen? Die Konfis in dem Film haben gefragt und ganz verschiedene Richtungen gezeigt bekommen. Nach Westen oder Osten oder nach oben sogar. Und manchmal ist das ja auch schwer zu entscheiden, welchen Weg nehmen wir denn jetzt? Wie mache ich es richtig? Wofür entscheide ich mich? Mache ich Karriere? Wechsle ich den Arbeitsplatz? Wie begleite ich die Kinder? Wie gestalte ich meine Partnerschaft? Und es gibt immer ganz verschiedene Wege. Und die sind auch nicht immer alle falsch. Es gibt Westen und Osten und wir wägen ab und probieren dann aus, wie es passt. Aber die eigentliche Frage ist, wovon lasse ich mich leiten? Weihnachten heißt doch, wenn Gott Mensch geworden ist, dann lassen wir uns von Menschlichkeit leiten. Wir hören einander zu. Wir scheren uns nicht über einen Kamm, wir helfen einander in Not. Wir fühlen uns verantwortlich, zum Beispiel auch für Menschen, die aus anderen Ländern zu uns flüchten, zum Beispiel die an der Grenze von Belarus stehen. Und wir achten uns, auch wenn wir Entscheidungen treffen, die der andere ganz anders sieht. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, Epidemiebestimmungen, müssen wir immer wieder neue Entscheidungen treffen. Und ich denke, es geht auch darum, dass ein anderer, der anders entscheidet, von mir angenommen wird, so wie er ist. Unser Wegweiser ist die Menschlichkeit und so gesehen kommen wir auf diesem Weg auch beieinander an. Ja, ihr habt ja beide recht, finde ich. Man muss sich aufmachen, das ist schon mal gut. Man muss auch den Weg gehen und man muss Entscheidungen fällen. Und die Menschlichkeit ist sicher der richtige Weg. Aber man muss auch ankommen. Was habe ich davon, wenn ich mich aufmache, ständig ein Ziel vor Augen habe, aber ich komme nicht an? Wie frustig ist das denn? Jeder von uns will doch ankommen. Ich meine, das gilt ja nicht nur für Weihnachten, für jetzt diesen Moment. Das gilt ja auch allgemein. Wir wollen ankommen. Wenn ich zum Beispiel daran zurückdenke, als wir nach Frickhof gekommen sind, wollten wir auch ankommen in diesem Dorf. Und das war gar nicht so einfach, anzukommen. Das braucht Zeit. Und irgendwann ist man vielleicht angekommen, obwohl man nie Frickhöfer wird, sondern immer nur höchstens Bürger von Frickhofen als Fremder. Ja, und ankommen in solchen Situationen, das kennen wir, glaube ich, mehr oder weniger, oder viele kennen das. Vor allem möchten wir auch ankommen bei anderen, bei Menschen, die wir mögen, die wir gern haben. Da möchten wir ankommen. Und das kann manchmal lange dauern. Und wenn uns das aber gelingt, dann sind wir glücklich. Ankommen kann lange dauern. Biblisch gesprochen 40 Jahre. 40 Jahre lang zieht nämlich das Volk Israel durch die Wüste mit einem Ziel vor Augen, nämlich das gelobte Land. 40 Jahre lang, bevor sie ankommen. Hier, Gott sei Dank, dauert das nicht so lang. Sie sind ja alle schon hier, sie stehen mit ihrem Auto hier, aber ob sie wirklich angekommen sind und die Weihnachtsfreude im Herz spüren oder mit ihrem Auto nur hier stehen, das wissen sie selbst am besten. Das Gute daran ist, von der anderen Seite aus hat Gott sich auch auf den Weg gemacht. Er kommt sozusagen uns entgegen. Und bevor wir losgegangen sind, uns aufgemacht haben, war Gott schon längst da. Er hat sein Ziel erreicht, unter dem Stern von Bethlehem. Und er hat genau denselben Weg gewählt, nämlich Menschlichkeit. Er ist Mensch geworden.
Und wenn wir ihn einlassen in unser Herz, dann sind wir angekommen, wo immer wir auch gerade sind. Lassen wir ihn ein in unser Herz, dann sind wir angekommen. Darauf kommt's an. Fröhliche Weihnachten. Stern über Bethlehem, wir sind dein Ziel, denn dieser arme Stall birgt doch so viel. Du hast uns herbeführt, wir danken dir. Stern über Bethlehem, wir wollen nun beten mit den Betern, die ihr uns geschickt habt, und wollen unsere Gedanken sammeln und diesem Gott, der Mensch geworden ist, an sein Herz legen. Du, unser Gott, wir bitten dich für alle Menschen auf der Erde, sende ihnen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Wir beten für alle Menschen, die wegen Corona nicht mit ihren Familien zusammen feiern können. Und wir bitten dich für alle, denen es nicht gut geht, mit der Hoffnung, dass es ihnen bald besser gehen wird. Gott, wir bitten dich, ich bitte dich, dass Gott unsere kleine Tochter Sophie immer begleitet. Wir beten für alle Menschen, die krank geworden sind, und auch für alle Tiere, die uns am Herzen liegen und die unsere Begleiter sind. Lieber Gott, bitte lass du meinen Freund bei der Geburt unseres Kindes dabei sein. Ich bitte, befreie uns im nächsten Jahr von diesem Virus. Lass es doch endlich ein Ende damit haben und mit diesem Schrecken. Gott Vater, wir bitten dich, sei bei uns, wenn wir dich brauchen. Ich bitte dich darum, allen Menschen einen Weg ins Glück und Zufriedenheit zu zeigen, die in Unglück und Trauer oder tiefem Dunkel leben müssen. Ich bitte dich, Herr, lass uns in dieser schwierigen Zeit zusammenhalten und uns nicht spalten. Lass uns das Leben nicht als Bürde sehen, sondern auch in schwierigen Zeiten die Schönheit dieser Welt sehen. Ich bitte dich, immer auf meine Verlobte und zukünftigen Schwiegereltern zu achten. Danke allen Menschen, die für uns sorgen, alle Krankenpflegerinnen, Ärztinnen und Hebammen. Freude und ein fröhliches Miteinander, Gott, das schenkst du uns, ohne Gegner, ohne Gewalt, ohne Hass. Und wir bitten dich für eine ruhige Weihnachtszeit jetzt, die uns für das nächste Jahr stärken wird. Ich bitte dich, für ein gesegnetes und geborgenes Weihnachtsfest für jedermann, ob jung oder alt, ob arm oder reich. Wir bitten dich für unsere Kinder, für die jungen Leute unter uns. Gib ihnen offene Augen und wache Herzen, dass sie in deinem Licht ihren Weg finden und mit deiner Hilfe Mut fassen. Und wir bitten dich besonders an diesem Abend für alle, die einsam sind, dass du ein helles Licht ihnen leuchten. Bitte dich für meine Eltern und für die, die viel zu früh, zu jung verstorben sind. Wir bitten dich für alle, die erst vor wenigen Tagen einen geliebten Menschen verloren haben. Und wir bitten dich, hilf du uns, dass wir in all unserer Unterschiedlichkeit, die uns gerade auseinanderbringt, immer wieder auf das Gemeinsame kommen, was uns trägt, unsere Menschlichkeit. Frieden bitten wir dich für alle Menschen und Ehrfurcht und Achtung vor jedem Lebewesen. Herr, geh du mit uns in diesen heiligen Abend, in diese heilige Nacht. Begleite du unser Feiern, unser Zusammensein, unser Erzählen. Hab Dank für einen reich gedeckten Tisch und wir freuen uns auf das Miteinander.
dass du es zum Segen werden für uns und lass deinen Segen auf dieser Stadt, auf dieser Welt ruhen. Alles, was uns noch bewegt, das wollen wir mit den Worten sagen, die dein Sohn uns gegeben hat, und wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sing His praises day of days, of praises to this throne. We'll be near to share the cheer of the Christmas old lang syne. Vielleicht noch ein Applaus zum Schluss, kommt gut nach Hause.